Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Polaris. Ich bin die Vicky und wir haben wieder eine spannende Sendung für euch. Zuerst stellen wir euch das Projekt Rock Your Life vor. Die Initiatoren machen sich stark für mehr Bildungsgerechtigkeit. Dabei geht es nicht um klassische Nachhilfe, sondern um einen ganzheitlichen Bildungsansatz. Die Mentoren sind dabei Ansprechpartner in allen Lebensbereichen. Also es gibt heute eine große Veranstaltung. Wir feiern eine Kooperation zwischen einem wohltätigen Verein, Rock Your Life, und unser Café Chimney Cake Corner. Und das Special daran ist, dass wir jetzt einen Chimney Cake extra dafür kreiert haben und bei jedem Verkauf ein Teil der Einnahme gespendet wird an diesen Verein wiederum. Und das wollten wir dann einfach feiern und nicht so langweilig mit 1000 reden und wir hocken jetzt nur blöd da, sondern ein bisschen mit einer Feier, ein bisschen Sekt, mit Bands und allem drum und dran. Wir haben einfach in Deutschland leider keine Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, es kommt sehr auf den soziodemografischen Hintergrund an, welchen Bildungsweg der Schüler einschlägt und wie er einfach sein Leben gestaltet. Akademikerkinder werden wieder Akademiker, Arbeiterkinder werden wieder Arbeiter. Und wir sind einfach der Meinung, dass jeder frei entscheiden sollte, frei von seinem Hintergrund, was er in seinem Leben machen möchte. Das kann zumindest wahrscheinlich einen Anstoß geben, wird aber allein durch Mentoring ja auch nicht gelöst werden. Setzt ihr euch noch irgendwie oder habt ihr in Zukunft irgendwie vor, euch noch anders politisch einzusetzen dafür, dass auch bestimmte Rahmenbedingungen geändert werden, also außerhalb, dass du schaffst das quasi, was ihr weitergebt? Ich glaube, dass du schaffst es, ist schon die wichtigste Grundlage überhaupt. Falls du jetzt darauf anspielst, dass wir irgendwie die größten Bildungsberater in Deutschland werden, wir sind dabei und wir hoffen es natürlich, aber ich weiß nicht, inwiefern das umsetzbar ist. Wir wohnen relativ weit voneinander entfernt, deswegen skypen wir hauptsächlich. Und über WhatsApp ist natürlich auch nicht schlecht. Und da tauscht man sich ja dann einfach aus, was man gerade so macht und was man gemacht hat und was einem auf dem Herzen liegt und so. Und ansonsten sind es halt so Aktivitäten wie Kino, Tiergarten. Manchmal trifft man sich halt und spielt irgendwie Karten oder so. Wir hatten schon mal sowas Ähnliches wie ein Seminar, wo wir dann, wie lang, 4-5 Stunden oder sowas waren. Und da haben die halt quasi versucht, den Mentor und den Mentee näher zusammenzubringen. Mit Spielen und einem Film haben die gezeigt, so einen kleinen. Ja. Was hat jetzt Sie und Ihre Schule dann interessiert an diesem Projekt? War das einfach eine Möglichkeit, ganz günstig, kostenlos Unterstützung zu erhalten? Also uns hat daran interessiert, diese Einzelbetreuung. Das ist ja das, was man sich als Lehrer wünscht, dass einen einzelnen Schüler oder eine kleine Gruppe, das was bei uns oft viel zu kurz kommt, mal die Chance hat, einen einzelnen Schüler mit seinen Problemen zu unterstützen, zu fördern. Und deswegen haben wir gesagt, das was wir manchmal nicht leisten können, wäre super, wenn das jemand anders macht. Und deswegen sind wir voll dabei. Sami hat bei der NN Rock Tour vorbeigeschaut und stellt euch die Band Ne Loco vor. Und danach gibt es für die, die selbst Musik machen, noch interessante Infos vom Sebastian. Ja, es ist schon wieder soweit. Eine neue Musikbox auf Polaris, diesmal mit Mi Loco. Erzählt doch mal, wer ihr seid, woher kommt, was ihr macht. Wir sind Mi Loco und wir kommen aus Nürnberg. Machen das Ganze mittlerweile seit 5 Jahren, fast auf die Woche genau sogar. Und ja, haben leider auch schon ein paar Besetzungswechsel dabei gehabt. Also der Alex zum Beispiel zu meiner Linken ist jetzt schon seit 3 Monaten dabei, neu dazugestoßen. Und ja, wir machen von der Musikrichtung her so New Metal und Hardcore. Ihr bewegt euch auch immer mehr in eine andere Richtung, habe ich gelesen. Ist es schwer, überhaupt so eine Definition da auch zu finden noch? Also ich sage, es gibt ja mittlerweile schon relativ alles. Also man prägt jetzt heutzutage nicht mehr so das, so wie Nirvana damals den Grunge. Und wir haben angefangen, also mit New Metal, mit DJ-Set auch wirklich. Und durch den Simon dann kamen wir mehr in dieses Metalcore, Hardcore. Und ja, das taugt uns eigentlich ganz gut. Wobei wir dann auch immer diese DJ- und Synthie-Parts beibehalten wollen. Call your name, will it all be the same? The day you wake up.
In 5 Jahren habt ihr sicherlich schon einiges erlebt, so unterwegs, ja. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir dann relativ viel bei Contesten auch mitgemacht, zum Beispiel bei Emergenza oder halt hier beim Newcomer Festival in Erlangen. Und da haben wir den Publikumspreis gewonnen, da haben wir dann eine Reise nach Russland bekommen, geschenkt bekommen mit 2 Auftritten. Und es war eigentlich, ich kann es eigentlich so als von der Band aus sagen, mit das Highlight, was wir bis jetzt halt erleben dürfen. Wenn ihr euch auch interessiert für Musik und vor allem Musikproduktion und zwischen 14 und 17 Jahre alt seid, dann hätten wir was für euch, nämlich das Projekt Konsole 2014, bei dem ihr mit 5 erfahrenen Dozenten und Künstlern eine Woche lang von 8. bis 12. Dezember diesen Jahres auf die Bayerische Musikakademie Schloss Alt-Iglofsheim fahrt und dort die Welt der digitalen Musik und Musikproduktion näher kennenlernt. Es gibt 5 Workshops: Homepage-Design, digitale Musikproduktion, Audio-Recording, Videoclip-Erstellung und Covergestaltung. Wenn euch das anspricht, wenn ihr da Interesse habt, wenn euch das interessiert, dann meldet euch bei der MUZ. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch schnell. Die Plätze sind begrenzt. So, jetzt sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung, aber einen Beitrag haben wir noch. Der Trommelwirbel, ein Waschsalon der besonderen Art. Hier könnt ihr beim Waschen eurer schmutzigen Wäsche nebenbei Leckereien, Kunst und Kultur genießen. Und Kunst und Kultur gibt es kostenlos. Also wir wollten von Anfang an einen Treffpunkt schaffen, wo man einfach auch mal hingehen kann, auch mal alleine hingehen kann. Man kann ja seine Wäsche mitbringen, dann hat man eine ganz gute Ausrede, ja, warum man jetzt da alleine hingeht, aber trotzdem mit Leuten in Kontakt kommt, wo man sich gegenseitig hilft, wo einer für den anderen da ist, in einer schönen Umgebung. Und dann am Schluss noch was Nützliches tut, nämlich mit einer sauberen Wäsche heimgeht. Ja, und was natürlich auch unbedingt dazugehört zu unserem Trommelwirbel, das sind unsere sehr guten Kaffees oder Tees. Vor allen Dingen mit unseren hausgemachten Kuchen. Und viele Kuchen backen wir noch nach alten Rezepten. Also ich habe ein ganzes Rezeptbuch von meiner Oma. Ich kann euch sagen, die sind echt klasse und kann ich euch unbedingt empfehlen. Wir haben leider durch das Pech Mietschulden angehäuft und jetzt dadurch die Kündigung von unserer Vermieterin bekommen. Und versuchen jetzt einfach alles, um den Trommelwirbel am Leben zu erhalten, weil wir einfach finden, dieser soziale Treffpunkt, der darf nicht sterben. Und dieses Viertel darf auch nicht sterben, weil es wirklich was Besonderes ist. Und dafür kämpfen wir jetzt. Ja, und deswegen einfach unser Aufruf an alle Nürnberger und Umgebung: Helft uns im Trommelwirbel beim Überleben. Das könnt ihr tun, indem ihr jetzt mit eurer Wäsche kommt, fleißig Betten wascht zum Beispiel, Vorhänge waschen, Badvorleger waschen, Urlaubswäsche waschen. Das hilft uns einfach, über den Umsatz unsere Schulden abzutragen. Wir freuen uns natürlich auch über Spenden, die uns helfen, hier das zu überbrücken. Schön ist es natürlich auch, wenn er zu unseren Veranstaltungen kommt. Also Veranstaltungstag im Trommelwirbel ist immer der Donnerstagabend. Schaut euch im Internet um, www.trommelwirbel.de. Da sind unsere Veranstaltungen auch alle drauf. Und auf eine Veranstaltung mache ich besonders gern aufmerksam. Am 20. November kommt Oliver Tissot und hilft uns hier ganz viele 70er-Jahre-Sachen zu versteigern, um damit also auch ein bisschen beizutragen, unsere Schulden hier abzubauen. Also wenn ihr noch irgendwas in euren Kellern oder auf dem Dachboden findet aus den 70er-Jahren, wir freuen uns, bringt es in den Trommelwirbel. Macht einfach dann noch mehr Spaß, wenn natürlich ganz viele Artikel bei der Versteigerung da sind zum Versteigern. Herzlich willkommen in Nürnberg in der Bayreuther Straße im Trommelwirbel. Hallo! Ich sehe mich davon verliehen, es ist nun bald Vollmacht. Ich bin der König der Autobahn, ist der Weg auch noch so.
Vielleicht wollt ihr mal einen der leckeren Kuchen probieren. Dann schaut doch mal im Trommelwirbel vorbei. So, und jetzt haben wir noch, wie schon in der letzten Sendung, den Einreichungstrailer für das Mittelfränkische Jugendfilmfestival. Wir haben schon fast alles gesehen, aber dein Film noch nicht. Meld dich an beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival. So, das war's schon wieder mit Polaris. Übrigens findet ihr alle unsere Sendungen auch auf YouTube. Tschüss und bis zur Dezember-Sendung.